Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. Ich hatte in der Reihe der Walking Bass Videos bereits über das Benutzen von Tonleitern und von Arpeggios und von Leittönen und Chromatik gesprochen. Doch einen wesentlichen, aber sehr wichtigen Bestandteil einer Walking Bass Linie habe ich bisher noch nicht erwähnt. Das Timing bzw. das Feel. Ob deine Walking Bass Linie nämlich gut ist und du ein guter Jazzbassist bist, das hängt vor allem von deinem Groove, also von deinem Timing und deinem Feel ab. Wenn man gemeinsam mit anderen Musikern Musik macht, dann ist jeder Einzelne verantwortlich für den Groove und das Timing. Im Jazz ist es so, dass traditionell natürlich mit einem Kontrabass gespielt wurde und auf einem Kontrabass hat man einen ganz anderen Anschlag und somit auch ein anderes Timing. Und zudem ist das Sustain eines Kontrabasses auch bei weitem nicht so lang wie das eines E-Basses und der Sound ist meist wolliger. Das heißt, die Noten klingen kürzer und auch das hat Auswirkungen auf wie du spielst und auf dein Timing. Und darum spielt ein Schlagzeuger auch anders mit einem Kontrabass zusammen als mit einem E-Bass. Und das sind alles Gründe, warum heutzutage der E-Bass immer noch nicht so richtig zu 100% im Jazz aufgenommen wird. Eigentlich nur, wenn der betreffende Bassist das Feel auf seinem E-Bass an den Stil anpassen kann. Du siehst, dass auch hier wieder richtige Noten erstmal zweitrangig, zwar auch wichtig, aber zweitrangig sind. Du wirst mehr Erfolg haben, wenn du eine einfache Walking-Bass-Linie spielst, aber dafür richtig swingst, als wenn du spektakuläre Lines spielst und die nicht so gut grooven. Okay, also wie kannst du ein gutes Timing für Walking-Bass-Linien üben? Ein paar Mittel erkläre ich dir schon in anderen Bassunterricht-Videos, unter anderem die sogenannten Dead Notes. Dadurch, dass du diese rhythmischen Phrasierungen in dein Spiel bringst, wird dein Spiel lebendiger und Walking-Bass-Linien bekommen durch Dead Notes mehr Swing. Du kannst dein Timing auch verbessern, indem du mit einem, sagen wir, viertaktigen Klick oder Drum Groove mitspielst, der auf einmal nicht mehr hörbar ist, aber trotzdem weiterläuft. Du spielst deine Basslinie einfach weiter und probierst das Tempo und Timing straight weiterzuspielen. Und wenn der Rhythmus dann nach zwei oder vier Takten wieder dazukommt, dann wirst du merken, ob du zu weit vorne oder zu weit hinten gespielt hast. Eine weitere Übung ist, dass du mal ganz bewusst auf dein Timing achtest. Um Timing und Feel zu üben, solltest du mal absichtlich ein bisschen weiter vorne im Beat spielen oder auch mal absichtlich ein bisschen weiter hinten, also ein bisschen schleppen oder laid back spielen. Hier habe ich jetzt weiter vorne im Beat gespielt und jetzt spiele ich mal übertrieben weit hinten. Spiel diese Übung auch zu einem normalen Klick, dann kannst du deine Variationen noch genauer hören. Die Übung ist generell sehr gut, um dein Timing zu verbessern, auch für alle anderen Stilrichtungen. Wichtig ist, dass du gut auf den Schlagzeuger hörst und gut mit ihm zusammenspielst und dass du dich, wenn er mal ein bisschen mit seinem Timing schwankt, gut anpassen kannst, also entweder mit seinem Timing mitgehst oder deinen Groove straight spielst, um ihn sozusagen wieder an dich heranzuziehen. Wenn du schon länger spielst, dann laufen diese Vorgänge ganz automatisch in deinem Unterbewusstsein ab und du folgst wahrscheinlich nur deinem Gefühl, ohne eigentlich zu wissen, was gerade passiert. Es macht aber Spaß, einmal bewusst auf diese kleinen Unterschiede im Groove zu achten. Dass das Timing ein kleines bisschen schwankt, das ist ganz normal und eigentlich auch gar nicht schlimm. Timing ist eigentlich vergleichbar mit Laufen. Deine Schritte haben auch nicht alle genau dieselben Abstände, sondern ein Schritt ist vielleicht ein bisschen größer und der nächste vielleicht wieder ein kleines bisschen kleiner. Wichtig ist nur, dass du, wie gesagt, diese Schwankungen fühlst und unbewusst wahrnimmst und sie dann beim nächsten Schritt bzw. bei der nächsten Note, die du spielst, auch unbewusst und automatisch wieder korrigierst, sodass du letztendlich das Tempo hältst. Triff dich bei der nächsten Bandprobe doch einfach mal mit deinem Schlagzeuger ein Stündchen früher und spielt einfach mal ein bisschen zu zweit und achtet genau auf des anderen Groove. Ein weiterer Tipp ist, hör dir die Kontrabassgrößen des Jazz an. Zum Beispiel Ray Brown, Ron Carter, Oscar Pettiford, Christian McBride, John Patitucci. Achte mal darauf, wie ihr Timing ist. Dir wird vielleicht auffallen, dass gerade bei alten Jazzaufnahmen der Bass mit seiner Walking-Bass-Linie relativ weit vorne im Beat liegt. Aber achte dann auch mal auf die Drummer. Check auch ihr Timing und wie sie im Beat liegen und zusammen mit dem Bass spielen. Wie timen sie zum Beispiel ihr Becken? Ting, 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 ting. Oder die Hi-Hat? Ting, ting. Die Play-Along-Tracks bestehen aus mehreren Schlagzeug-Grooves mit verschiedenem Timing, zu denen du super dein eigenes Jazz-Timing üben kannst. Du kannst sie dir zusammen mit den Übungen wieder unter diesem Video auf floriansbassunterricht.de runterladen. Schreib deine Fragen und Kommentare oder vielleicht deine eigenen Tipps für andere unten in das Kommentarfeld. Und wenn es dir gefällt, dann teile dieses Video gerne auf Facebook, Twitter oder Google. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!